In Meutzbichl sind nicht nur Nonossus und die frühmittelalterliche Klosteranlage von Interesse. 2013 und 2014 fanden am ehemaligen Klostergelände Grabungen statt, die 14 Skelette aus dem 10. Jahrhundert zum Vorschein brachten. Bestattet wurden 7 Erwachsene, 2 Jugendliche, 3 Kleinkinder und 2 Neugeborene. Dabei wurde auch eine gepfählte Frau entdeckt, über die sie nun Kurt Kapf, Obmann des Vereines Historisches Meutzbichl und Direktor des Stadtmuseums Villach, informieren wird. In diesem kleinen, bemerkenswerten Museum hier in Meutzbichl ist ein sehr interessanter, singulärer Befund ausgestellt, nämlich eine gepfählte Bestattung. Sie ist bei archäologischen Untersuchungen der letzten Jahre herausgekommen und es geht dabei um ein Skelett, das mit einem, also zuerst eine Bestattung, dass das Skelett übrig geblieben ist und das mit einem Pfahl im Grab fixiert wurde, damit diese Person nicht mehr herauskommt und bei den zurückgebliebenen, Hinterbliebenen irgendein Unheil stiftet. Wir wissen recht viel über diese Bestattung, weil sie DNA untersucht ist. Also wir wissen also, dass sie aus dem 10. Jahrhundert stammt, dass sie eine Frau ist. Wir wissen, dass sie braune Haare hatte und blaue Augen und einen Teint, also einen Hauttyp, der etwas heller ist, als ihn heutige Damen in der Toskana haben, aber etwas dunkler, als ihn heutige Engländerinnen besitzen. Wir wissen auch, dass die Person eine leicht asiatische Komponente hatte, die sich auch über trockenes Ohrenschmalz auf einem Gen festmachen lässt. Die Bestattung, wie gesagt, stammt aus dem 10. Jahrhundert, hat zwei Ohrgehänge und wurde hier am Friedhof in Meutzbichl neben anderen Personen christlich bestattet. Wir wissen, dass diese Person, diese weibliche Person zwischen 46 und 60 Jahren gewesen ist, als sie gestorben ist. Wir haben einst überlegt, ob sie eine Person ist, die deshalb bepfählt wurde, weil sie im Kindbett gestorben ist. Wir wissen, dass es darüber Quellen gibt. Burhard von Worms erzählt das, dass man eben ungetaufte Kinder und Frauen, die im Kindbett sterben und das Kind nicht zur Welt bringen können, gepfählt werden. Das scheidet in diesem Fall aus, weil sie eben für ihre Schwangerschaft schon in dieser Zeit zu alt ist. Wir wissen, dass sie laktosepersistent ist, dass sie also auch Milch gut vertragen hat und wir wissen, dass sie auch Alkohol gut verstoffwechseln konnte. Ja, und wir wissen, dass sie eigentlich kaum gearbeitet hat. Wir vermissen Ansätze am Knochen, also Muskelansätze. Das heißt, sie hat nie schwer gearbeitet und das lädt natürlich auch zu Spekulationen ein, warum das der Fall war. Genaues wissen wir dazu aber noch nicht und wir wissen noch etwas, dass sie mit 1,64 relativ groß für ihre Zeit war. Die umliegenden Bestattungen sind im Durchschnitt, wenn man sie zusammenrechnet, 154 cm groß.